Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zu einem weiteren Fauna-Video. Es gibt heute Herrschaft und ich bin mit dem Kensei unterwegs. Denn mit dem Kensei möchte ich doch gerne so ein paar neue Rüstungsteile haben, die auch so ein bisschen andere Optik haben. Habe ich noch nichts gehabt, weil ich ihn ja seit dem Update wenig gespielt habe. Und guck mal, was für ein Team ich gelandet bin. Im Wu-Lin-Team hier. Mit dem Shaolin, mit dem Zhangjun, mit dem Tiandi. Und ich da mit Kensei, der Außenseiter. Zwei Eroberer im Gegnerteam. Zwei Eroberer und zwei Wikinger hier. Berserker und Highlander. Die Gegner sind aber natürlich, weil sie die alten Klassen haben, auf jeden Fall höher gelevelt und besser ausgestattet, was die Rüstung angeht. Aber wir geben natürlich wieder unser Bestes hier. Und wir spielen in Herrschaft heute meine Lieblingskarte, und zwar Oberburg. Die wunderschöne Wikingerkarte. Ich finde sie echt mit von den ganzen Karten fast mit am besten. Oberburg, auch von der Optik her. Wenn es dann auch wieder schön schneit, bekommt dann da auch wieder ein schönes Feeling. Aber heute spielen wir im Sommer und es ist Sonnenschein. Kein Schnee, kein Regen, nichts. Super Wetter heute. So, wir starten rein in die Runde Herrschaft hier. Wenn euch das ganze Video heute gefallen sollte, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen. Bei C wird es sicherlich gleich wieder ein Gruppenkampf geben, weil C ist hier der beliebteste Ort. Wenn man hier einfach so wunderschöne Aussicht hat und hier einfach hier der Stuhl steht. Zone C. Aber von den Gegnern haben sie doch nur einen hergesteckt, interessant. Zone A verloren. So, da alle wieder weglaufen, bleibe ich mal hier stehen. Weil vielleicht läuft einer von den Gegnern hierher, wer weiß schon. Die bleiben sicherlich nicht alle einfach bei A stehen. Kann ich mir nicht vorstellen. Wobei, es kümmert sich keiner gerade um die Mitte, gut. Wenn die jetzt alle bei A kämpfen, kommen schnell die Mitte holen. Wir brauchen einen zweiten Punkt hier. Da kämpfen welche. Aber die sind doch schon zu zweit. Herr Shaolin regelt das doch. Ich bin Stoßtruppheld. Ich kümmere mich um die wichtigen Sachen. Die Mitte clearen. Okay, B eingenommen. Da war ein Toter. Ich wollte ihn eigentlich wiederbeleben. War ja schon gefinisht. Guck mal, da läuft ein Berserker. Läuft einfach schön an mir vorbei. Sehr schön. Auch gleich wieder zu A. Kämpfen die eigentlich hier nicht? Zone A eingenommen. Nein. Hey! Ah, da überlebt mein Schlag noch? Das wäre doch locker ein Finisher geworden, ey. Okay, da haben wir einen Eroberer. Ein Eroberer, der mir hier mein C wegnehmen will. Aber ich werde auch komischerweise von Highlander verfolgt. Aua. Okay, Offensivhaltung ist er gegangen. Bei Offensivhaltung kriegt er aber leichter von oben, ey. Da bist du zu langsam. Ach, da habe ich nicht getroffen, ey. Wieso habe ich nicht getroffen? Willst du mein Schwert zu kurz? Ich bin doch nicht Kensei. Mensch, haben sie das Schwert kürzer gemacht? Wahrscheinlich, ne? Habe ich wieder in den Patchnotes nicht gelesen, dass sie das Schwert gekürzt haben von Kensei. Das kann ich natürlich nicht wissen. So, wir haben A und B. Sehr schön. Wir haben alle. Wir haben ja alle Punkte schon wieder. Zone C eingenommen. Ist ja voll lame, die Runde. Wiederbeleben. Meins. Hau ab, Zhangjun. Ich bin Arzt. Ich kenne mich damit aus. Oh, guck mal hier. Ein Oberer. Komm, wir schaffen ihn zu viert. Haha, meins. Den Finisher, der mir vorhin beim Berserker verwehrt wurde, den konnte ich mir jetzt wenigstens wiederholen. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt ist es wieder ausgeglichen und so, wie es sein sollte. Eroberer hier bei C. Komm schon. Nee, das ist ein Highlander. Highlander ist es. Komm, zu zweit schauen wir den. Locker.
blockt ja alles. Okay. Wie er einfach stehen bleibt. Haha. Zhangjun ist auch. Zhangjun, ich hätte dich jetzt hätte ich dich beleben können, ey. Zone C eingenommen. Aber er ist schon abgehauen. Zone C eingenommen. Zone A verloren. Okay, wir verlieren aber die anderen Zonen, ey. Holen sie bestimmt gleich wieder. Komm schon. Wir wollen gewinnen. Oder ich will gewinnen. Bleib jetzt mal hier stehen. Ich habe das Gefühl, der Baum guckt mich an. Oh mein Gott. Er sieht aus wie meine Oma. Okay, es kommt doch niemand. Wollen wir nochmal in die Mitte holen? Shaolin, helf mal mit da. Mitte einnehmen. B. Keiner macht Soldaten, ey. Zone C verloren. Alter, ich bin gerade weg von C. Weil ich hier hin wollte. Welch ein Timing immer, ne? Jetzt stehst du die ganze Zeit da rum und passiert nichts. Ja, willst du einmal die Mitte holen? Und schon ist C wieder weg. Okay, es ist wieder der Highlander. Ja, genau. Weil der Highlander ja auch so mega Tritt hat, der einen so stark nach hinten stößt, ist klar. Unrealistisch. Ein richtiger Highlander würde seinen Fuß gar nicht hochkriegen. Bei B wird auch gekämpft, aber hier sind zwei. Da sind zwei. Mein Team braucht auf jeden Fall Unterstützung. Weil die sind ein bisschen dämlich. Naja, schubst mich noch. Highlander ist schon tot. Oh Mann. Der andere, der... Der Eroberer läuft weg. Ich meine, deine Klasse heißt Eroberer und nicht der Flüchtige. Da spielst du was Falsches. Ein Eroberer, der einfach den Rückwärtsgang einlegt. Da ist der Berserker. Lass mich doch mal hier durch. Alter. Diese Fußsoldaten, ey. Zone A verloren. Mein Finisher. Darf man ja mal sagen, oder? Es war wieder der Berserker. Das kommt, wenn man den beim ersten Mal nicht finishen darf, dann holt man sich eben die zweiten. Wir kämpfen zu dritt gegen den Eroberer da oben. Ich glaube, der Eroberer wird gewinnen. Haben sie ihn jetzt mal? Ja, sie haben ihn. Sie haben ihn zu dritt geschafft. Welch eine ehrbare Leistung von meinen Leuten, ey. Ich musste nicht mal helfen. Ich musste nicht mal hingehen und helfen. Sie haben es zu dritt echt wirklich alleine geschafft. Ich bin stolz auf euch, Leute. Ihr seid die Besten. Und wir haben gewonnen. Selbstverständlich verdient. Verdient gewonnen. 5-2 gespielt. 3 Ziele eingenommen. Nur 2 Tode. 2 Tode sind immer 2 zu viel, wie ich immer sage. Wie bei einem Kriegsfürst-Gameplay, wo ich einfach unbesiegt war. So. Irgendwelche 9 coolen Items gekriegt, optisch. Ich will ja gerne so neue optische Items haben für die ganzen Helden. Für meinen Kriegsfürst brauche ich da auch noch was, aber mal gucken, ob hier ich Glück habe, bei dem Kensei mal irgendwie einen coolen Helm zu kriegen, der irgendwie anders aussieht. Wobei ich ja echt nicht weiß, wie das bei der weiblichen Kensei übrigens aussieht. Schilde hoch und durchhalten ist beides irgendwie voll lame. Voll lame. Verschlinger, Schilde hoch. Verschlinger ist eigentlich ganz cool. Kann man machen. So, aber leider nichts Neues. Auch bei der Brust nicht, oder? Das sind alles so alte Sachen. Die Jacke kennt man.
Kennt man. Wenn man es einmal kennt, hat man alles gesehen. Ägide und Verschlingen. Und hier haben wir Schilde hoch und Durchhalten drauf. Auch beides wieder echt Käse. So. Kommt mal weg. So, jetzt habe ich aber wieder eine bessere Hose an. Naja, schade. Leider keine guten Items bekommen. Aber dafür eine erfolgreiche Runde gespielt, gewonnen, schöne Kämpfe dabei gewesen, Finisher von mir, was will man mehr? Also Leute, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr wieder dabei wart hier bei den heutigen For Honor-Video. Und wenn euch das Ganze unterhalten hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben. Und ich hoffe, ihr seid da vielleicht auch im nächsten Video wieder mit dabei. Alles selbstverständlich wie immer freiwillig hier. Also danke und bis denn, macht's gut und ciao, ciao.